Servus Leute, willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Heute will ich mich mal dem Thema widmen: Braucht man Supplements, also Proteinpulver, Trainingsbooster, BCAAs, Kreatin und was da so alles auf dem Markt gibt, um Muskeln aufzubauen? Wie bin ich auf die Frage gekommen? Ich habe ja vor kurzem ein Supplement-Unboxing-Video gemacht, also ein Video, in dem ich ein Paket auspacke, in dem Supplements enthalten sind und euch diese Supplements vorstelle. Und da kam öfter die Frage auf: Braucht man überhaupt das ganze Zeug, um Muskeln aufzubauen? Grundsätzlich lässt sich eigentlich die Frage ganz kurz beantworten: Nein, man braucht keine Supplements, um Muskeln aufzubauen. Das glauben aber viele Leute. Sie glauben wirklich, dass man nur mit Supplements anständig Muskeln aufbauen kann. Das ist aber ein Trugschluss. Man kann definitiv auch ohne diese Produkte Muskeln aufbauen. Muskeln wachsen, wenn diese gereizt werden. Wenn sie regelmäßig gereizt werden, dann wachsen Muskeln. Natürlich brauchen diese auch Nährstoffe und diese sind zum Großteil Proteine. Diese benutzen die Muskeln dann halt als Energiequelle bzw. für den Zellneuaufbau, damit die Fasern, die zum Beispiel in den Muskeln gerissen sind, wieder zusammenwachsen können und somit der Muskel größer und stärker werden kann. Nun muss man natürlich nicht unbedingt auf Proteinpulver und was es da so alles gibt zurückgreifen. Eigentlich ist das, was in Proteinpulvern enthalten ist, auch in ganz normalen Lebensmitteln enthalten. Nehmen wir zum Beispiel als Vergleich Magerquark bzw. Topfen. Dem haben wir Proteine enthalten und das gar nicht so wenige. Wir haben BCAAs enthalten, also die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, und wir haben auch Glutamin enthalten. Und das sind alles Stoffe, die man halt auch als Supplements kaufen kann. Wenn man aber weiß, dass in Magerquark auch diese Stoffe enthalten sind, dann kann man natürlich auch zu Magerquark greifen. Natürlich schmeckt der nicht jedem und dementsprechend muss man den sich zubereiten. Und da kommen jetzt natürlich die Supplements ins Spiel. Supplements sind sehr, sehr einfach zubereitet. Entweder nimmt man sich Wasser oder aber Milch oder natürlich Proteindeckel. Die gibt es natürlich in diversen Formen, diese ganzen Supplements. Und dementsprechend ist es hier einfach einfacher, auf diese Nährstoffe zurückzugreifen. Deswegen gibt es Supplements. Wenn man weiß aber, wo diese ganzen Inhaltsstoffe, die auch in den Supplements enthalten sind, wo die noch überall drin sind. Und da ist es egal, ob man Veganer, Vegetarier oder Fleischesser ist, dann kann man auch so seinen Körper mit ausreichend Nährstoffen versorgen. Das ist kein Problem. Grundsätzlich an Proteinen braucht der menschliche Körper, damit er funktioniert, 0,7 bis 0,9 Gramm je Kilo Körpergewicht. Ein Sportler braucht ein wenig mehr Proteine, da er eine hohe Belastung hat. Er braucht ungefähr 1,5 bis 2 Gramm Proteine je Kilo Körpergewicht. Alles, was da drüber geht, und das wird leider sehr, sehr oft verbreitet, also dass man 3 Gramm, 4 Gramm, 5 Gramm je Kilo Körpergewicht Proteine benötigt, das ist viel zu viel. Und so viel kann der Körper gar nicht verarbeiten. Er scheidet den Großteil davon aus. Dementsprechend hier auf jeden Fall aufpassen und nicht zu viel konsumieren, denn das ist erstens Geld zum Fenster rausschmeißen und zweitens braucht man es nicht unbedingt, also der Körper braucht es nicht. Dann gibt es natürlich noch diverse andere Supplements, also jetzt vom Proteinpulver abgesehen. Es gibt Kreatin, es gibt noch Trainingsbooster und hier gibt es eigentlich auch gute Alternativen. Bei Trainingsboostern kann man auch auf Kaffee oder aber auf grünen Tee, schwarzen Tee zurückgreifen. Trainingsbooster enthalten hauptsächlich Koffein und Taurin und das sind Stoffe, jetzt nehmen wir zum Beispiel nur das Koffein, die sind auch wie gesagt in Kaffee enthalten oder aber in grünen Tee, schwarzen Tee. Und wer das nicht trinken möchte, kein Trainingsbooster, der kann immer noch auf einen Energy Drink zurückgreifen. Ist natürlich keine gesunde Alternative zu Kaffee oder Tee, aber immer noch, vielleicht für den einen oder anderen besser, als es ein Trainingsbooster ist. Vielleicht auch vom finanziellen her gesehen. Nun ist es so: Warum gibt es dann diesen Markt? Warum wird das so publiziert, dass wir Supplements benötigen, um Muskeln aufzubauen? Es ist euer Portemonnaie. Natürlich möchten die ein oder anderen Firmen da draußen Geld machen und das tun sie natürlich, indem sie dann solche Werbemessages verbreiten, dass man Supplements benötigt, um Muskeln aufzubauen. Grundsätzlich, wie ich eben gerade gesagt habe, braucht man es nicht. Man muss einfach nur wissen, wo die ganzen Inhaltsstoffe enthalten sind und sich dementsprechend ernähren, sich ausgewogen ernähren, um Muskeln aufzubauen. Aber wie gesagt, wer das nicht hinbekommt, weil er es nicht weiß, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will, der sollte sich dann halt überlegen, auf Supplements zurückzugreifen. Es ist so, dass Supplements definitiv ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Es ist nicht so, dass man diese Produkte verbieten sollte oder sonst irgendetwas. Es ist einfach eine Bequemlichkeit, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Kein Mensch benötigt ein Auto mit 500 PS.
Keiner braucht einen Ferrari oder aber einen Porsche. Trotzdem fahren ihn manche Leute gerne. Und genau das gleiche ist es mit Supplements. Ne? Man kann auch mit einem normalen Käfer oder Polo von A nach B kommen. Es dauert halt nur etwas länger. Bei Supplements ist es so ähnlich. Es dauert zwar nicht länger, es ist aber bequemer. Es ist bequemer, Muskeln aufzubauen, wenn man Supplements konsumiert. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er diesen bequemeren Weg gehen möchte, indem er sich einfach einen Shake nach dem Training mixt oder aber einen Trainingsbooster nimmt. Oder aber, ob er sagt, nee, ich möchte das nicht, ich brauche das nicht, ich möchte einfach ganz normal über meine Ernährung die Muskeln mit Nährstoffen versorgen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, so ein bisschen Real Talk nennt ihr das, glaube ich. Grundsätzlich stehe ich persönlich Supplements nicht negativ gegenüber, eigentlich eher positiv. Ich sehe es wirklich als Bequemlichkeit an. Auch ich greife zu Supplements, das werde ich ja auch oft gefragt. Ein Proteinpulver ist für mich kein Problem. Oder aber mal BCAAs oder sowas. Kreatin habe ich jetzt auch wieder angefangen zu nehmen. Aber grundsätzlich ist es jedem selber überlassen, ob er auf Supplements zurückgreift oder nicht. Man sollte aber keinen verurteilen, dass er sie nimmt, beziehungsweise dass er sie nicht nimmt. Das ist, wie gesagt, alles eine Entscheidung, die jedem selbst überlassen ist. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie steht ihr dem Ganzen gegenüber? Findet ihr Supplements gut oder findet ihr sie schlecht? Greift ihr selber zu Supplements oder aber verzichtet ihr vollkommen drauf und versucht, Zoom-Muskeln aufzubauen? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Wir sehen uns die Tage. Haut rein!